Gandhi Besonderes und beliebtes Nordindisches Curry. Es ist sehr einfach zuzubereiten und kann auf so viele Arten hergestellt werden. Es ist Edelmanns Favorit. Man kann leicht in jeder indischen Restaurant finden. Es heißt Palak Paneer. Palak bedeutet Spinat und Paneer ist indischer frischer Käse aus Kuhmilch. Also sehen wir jetzt Zutaten und Zubereitungsmethoden an. Palak Paneer Zutaten für 3 bis 4 Personen. Eine Zwiebel, 3 Esslöffel Sahne, 5 Esslöffel Öl, eine Tomate, 2 grüne Chili oder Nachgeschmack, 1 cm Ingwer, 1/2 Teelöffel Kreuzkümmel, 3 Zehen Knoblauch, Salz nach Geschmack, 1/2 Teelöffel Kurkuma-Pulver, 1/4 Teelöffel rotes Chili-Pulver oder Nachgeschmack, es ist komplett optional, 1/2 Teelöffel Kreuzkümmel-Pulver, 1/2 Teelöffel Garam Masala, 350 Gramm frischer Spinat, 180 Gramm Paneer und etwas Wasser. Bitte halten Sie zuerst den Topf auf der Hitze. Nun ca. 1 Liter Wasser hinzufügen und abdecken. Bitte lassen Sie das Wasser kochen und schalten Sie dann den Herd aus. Nun bitte frischen Spinat in das heiße Wasser geben und 1 bis 2 Minuten abdecken. Entfernen Sie jetzt bitte den Spinat aus dem heißen Wasser. Bitte nicht sehr lang in heißem Wasser aufbewahren, da es sonst sehr dunkelgrün wird. Gießen Sie nun etwas kaltes Wasser ein, sonst kochen Sie den Spinat weiter. Jetzt bitte 3 Esslöffel Öl in die Pfanne geben. Sobald das Öl heiß ist, fügen Sie bitte Kreuzkümmel hinzu und springen lassen. Danach Zwiebel, Knoblauch, Ingwer, Chili geben und ca. 1 Minute anbraten. Jetzt Tomate hinzufügen und alles anbraten, bis Tomate weiß wird. Jetzt lass es etwas abkühlen. Jetzt fügen Sie bitte unseren gekochten Spinat und dann gekochte Tomate Zwiebel Masala in den Mixer. Bitte machen Sie eine feine Paste daraus. Jetzt bitte 2 Esslöffel Öl in die Pfanne geben. Dann bitte Kurkuma-Pulver, rotes Chili-Pulver, Kreuzkümmel-Pulver und Garam Masala in das Öl geben und ca. 10 Sekunden anbraten. Fügen Sie nun bitte Spinatpaste hinzu und gut mischen. Jetzt bitte Salz hinzufügen und gut mischen und dann 2 Minuten kochen lassen. Bei Bedarf fügen Sie bitte etwas Wasser hinzu, um die Konsistenz anzupassen. Zum Schluss bitte Paneer in das Spinatcurry geben und vorsichtig mischen. Nun abdecken und 2 Minuten wieder kochen lassen. Schalten Sie nun bitte den Herd aus und fügen Sie 3 Esslöffel Sahne hinzu und mischen Sie es gut. Unser sehr leckerer und einfacher Palak Paneer ist servierfertig. Genießen Sie Palak Paneer mit Reis oder Naan. Bitte probieren Sie es aus und Ihre weiteren Vorschläge, Fragen, Rückmeldungen und Kommentare sind herzlich willkommen. Bleiben Sie fit, gesund und viel Spaß mit Palak Paneer. Und bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.